Willkommen zurück zu Piku Niku. In der letzten Folge haben wir El Bunko erreicht, ein kleines verlassenes Bahnhofstationchen. Und jetzt erkunden wir es und gucken uns diese neue Basis an, denn wir sollen den Leuten hier helfen. Wir werden viele dieser explodierenden Tarnzapfen brauchen, um den riesigen Roboter loszuwerden. Aber keine Sorge, ich arbeite daran. Alles klar. Was ist mit den anderen beiden? Möchtest du einzeln mit die Mission erfahren? Klar. Also gut. Wie du bereits gesehen hast, haben wir einen besonderen Tarnzapfen entwickelt, der beim Aufprall explodiert. Wir werden dir welche zuwerfen und du trittst sie in die Luft. Mit ein bisschen Glück fliegen sie zum Roboter und explodieren auf seinem Gesicht. Aber der Roboter ist schlau. Sei bereit, seiner Kreissäge auszuweichen. Wenn er wütend ist, wird er versuchen, dich mitten durchzuschneiden. Oh no. Das darf natürlich nicht passieren. Und was machst du hier mit den ganzen Gameboy-PCs? Ich kann nicht mit ihm reden. Das geht nicht. Der hüpft hier nur rum. Nein, ich kann wirklich nicht mit ihm reden. Na dann. Warte, ich kann auch nicht mal auf den Tischen stehen. Ich kann hier nichts machen. Oh, doch, hier gibt es ein Secret. Der Widerstand als Trophäe. Nice. Hey, das ist doch cool. Komm, ich nehme ihn einfach mal mit. Und auch nicht. Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, ja, wir wollen die Roboter mit den explodierenden Tanzzapfen zerstören, aber wie geht's los? Muss ich einfach zurückrennen oder so? Und hier rein. Was gibt's denn hier drin? Ah, das sind wir von hier gekommen? Moment, dann waren wir mal links noch gar nicht, oder? Dann gucken wir mal links nach. Oh, hier schlafen sie alle. Boah. Sogar ein viertes Bett für uns. Boah, ist das nett, ey. Okay. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Gibt es irgendwie eine Mission? Aufgaben. Besiege den riesigen Roboter im Wald. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich den jetzt besiegen soll. Oder vielleicht passiert jetzt irgendwas Neues, wenn ich rausgehe? Maybe? Spiel hängt gerade ein bisschen. Weiß nicht, was das für eine Linie da unten ist. Aber auf jeden Fall steht da gerade keine Rückmeldung. Oh oh. Spiel? Hallo? Sag mir nicht, das Spiel ist abgestürzt. Also es tut sich gerade nichts. Läuft immer noch eine Aufnahme? Doch, die Aufnahme läuft noch. Alles klar, so, jetzt sind wir wieder im Spiel. Ich weiß nicht, warum das Spiel gerade abgestürzt ist. Ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt wieder nach draußen gehe, dass das dann nicht nochmal abstürzt. Vielleicht will das Spiel gar nicht, dass ich nach draußen gehe, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Moment, ist alles gespeichert? Habe ich jetzt die Trophäe noch? Lass mich erstmal versuchen, rauszugehen. Erstmal versuchen rauszugehen. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay, Spiel. Ja, aber. Also habe ich die Trophäe jetzt noch? Ja, ich meine. Hier kann ich nachgucken. Ja, ich habe die Trophäe. Gut. Die gucken wir uns am Ende des Let's Plays übrigens an. Weil die sind ja auch schön 3D. Soll ich jetzt irgendwie Tanzzapfen holen oder so? Oder was soll ich machen? Oder ich gehe einfach wieder zurück? Was ist denn meine Aufgabe? Oder vielleicht soll ich zum Roboter? Wo ist denn der? Der ist schon hier. Hä? Lol, was? Moment mal, was? Ich bin hier einfach nur rübergerollt. Hier kann man rein? Ey, das sieht man überhaupt nicht. Das ist ja voll fies. Ich habe es einfach jetzt gerade als Zufall gefunden. Okay, aber hier kann man auch rein. Und da oben auch, glaube ich. Oh, ich bin stuck. Nee, doch nicht. Hier ist ein Geschenk. Oh, den Roboter. Den riesigen Roboter als Geschenk. Können wir da hoch? Oder so?
irgendwie. Oh, schaut mal hier, Leute, hier sind Bienen. Süß. So klein und unschuldig. Oh, hier können wir sogar rein. Waren wir schon? Nee, ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Ah, wir brauchen mal eine Trophäe oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was das Ding bedeutet, dieses Zeichen. Aber irgendwas brauchen wir da. Und dieses Etwas haben wir nicht. Und das brauchen wir schon seit Anfang des Spiels. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, da oben ist auch noch was. Das ist eine Münze. Moment, die will ich nur kurz holen. Ich glaube, dafür muss ich hier hoch. Moment, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. That is möglich. Ah, ich muss sofort rollen. Okay, schau mal. Was? Was? Okay. Ach. Zack. Boing. Und dann können wir uns hier rüberrollen. Zack. Und dann brauchen wir aber dieses Ding, oder was auch immer das ist, um weiterzukommen. Tritt den riesigen Roboter, wenn du bereit bist. Aber vorsichtig. Tritt den riesigen Roboter, wenn du bereit bist. Aber Vorsicht, er könnte wütend werden. Er könnte wütend werden, sagst du? Oh oh. Da krieg ich ja Angst. So, das kriegst du aufs Maul. Hiya! Hä? Nochmal. Hiya! Nochmal? Ah, falscher Knopf. Angriff erkannt. Verteidigungsmodus aktiviert. Oh, oh, was passiert? Oh nein. Bosskampf! Hey, wir sind hier. Nimm dich vor der Säge des Roboters in Acht. Okay, tu ich. Ja, es ist ein Bosskampf. Oh, das kam ja aus dem Nichts. Tritt das hier weg! Oh, hat einen Riss. Aufpassen, fuck, der kommt von der Seite. Nein! Ah, ich bin tot. Game over. Ja, natürlich wiederholen. Ah, wir müssen den ganzen Kampf wiederholen. Ja, okay. Verstehe jetzt. Yeah. Okay. Tsch. Nice getroffen. Jetzt kommt er von links, ne? Ja. Yep. Hopp. Nice. Zack. Oh, shit. Nein, ich habe nicht noch eine Chance. Okay. Was? Der hat mich getrollt. Wie unfair. Ey, das kann man doch nicht machen. What the fuck, Spiel? Ja, okay, ich nehme mich vor der Säge nach. Okay. Wir müssen treffen, müssen treffen. Zack. Nice. Okay, 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 okay. Rüberspringen. Nice, am besten in die Richtung noch springen. Nice, getroffen. Wie viel Leben hat er denn? Okay, wo kommt von der Seite? Täuscht an. Und ich habe mich trotzdem ver... Ah. Ich habe mich trotzdem verarschen lassen. Och, Mann. Ja, komm, komm, trau dich. Okay. Merken. Dass der... Gleich... Dass er gleich antäuschen wird, er kommt mal. Was, er täuscht jetzt schon an? Ach, vielleicht wenn ich zu nah dran bin oder so? Ey, komm, das finde ich aber jetzt echt lächerlich, dass das nicht zählte. Ohne Witz. Was, wieso macht er jetzt öfters? Das ist unfair, ich konnte ihm keinen Hit machen. Ach, ey, das ist doch lächerlich. Das finde ich jetzt richtig dumm. Ach, komm. Beeil dich, mach schneller, mach hinne. Ach, jetzt zählt's. Ich verstehe das Spiel nicht. Hopp. Okay, er geht nicht nochmal zurück. Zum Glück. Das wäre nämlich sehr asozial. Na komm, na komm, na komm. Bitte, yes, getroffen. Okay, okay, zwei Hits hat er jetzt. Gut, 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 gut. Gönn, gönn. Nice! Getroffen! Und drei Risse reichen und er explodiert! Oh yeah! War schon ein bisschen unfair der Kampf, aber wir haben es geschafft! Feiere deinen Sieg! Wir haben es geschafft! Der Roboter ist weg! Unser Dorf ist sicher! Ohne dich hätten wir das nicht hingekriegt! Vielen Dank! Hallo! Wer bist du?
Wie hast du uns gefunden? Hast du die Tür offen gelassen? Ich schließe die Tür immer hinter mir. Die Tür stand offen. Mein Fehler. Tut mir leid, ich kann später wiederkommen, wenn ihr wollt. Darum geht es nicht. Das sollte eine geheime Basis sein. Wir wollen nicht, dass die Roboter uns finden. Tja, deswegen bin ich hier. Ich wohne im Dorf direkt neben dem Wald. Sunshine Inc. schickt Roboter dorthin, die unseren Mais ernten. Dafür geben sie uns Geld, aber ich weiß nicht. Wir sind schon super reich. Wir können wenig damit anfangen. Außerdem esse ich unheimlich gern Mais. Ah, das kommt mir bekannt vor. In unserem Dorf geschieht das Gleiche. Geschah das Gleiche. Unser neuer Freund hat uns geholfen, den Roboter aufzuhalten. Ich weiß, ich bin euch gefolgt und habe gesehen, was ihr gemacht habt. Wenn der Roboter in meinem Dorf weiter unsere Ernte mitnimmt, haben wir bald keinen Mais mehr. Und das bedeutet, nicht zu essen mehr! Unternimmt dein Dorf denn nichts dagegen? Nein, alle warten nur darauf, dass der Roboter kommt und sie Münzen kriegen. Obwohl die inzwischen im Grunde nutzlos sind. Deswegen bin ich hier, um bitte euch um Hilfe. Helft uns, den Roboter loszuwerden. Krieg ich dafür ein bisschen Münzen? Ich denke, wir könnten es versuchen. Ja, wir sind ein tolles Team. Treten wir ihm in den eisernen Hintern. Danke. Oh yeah. Tap, 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 tap. Ja. Also gut, zuerst musst du in das Dorf in Teil zurückkehren. Wir treffen dich dort. Wie ich gehört habe, ist da unten jetzt Regenzeit und der riesige Roboter arbeitet vielleicht nicht mehr. Das wäre der perfekte Zeitpunkt, um ihn wütend zu machen. Tritt ihn einfach, damit er auf dich aufmerksam wird und führe ihn zu uns. Wir warten am anderen Ende des Teils und schalten ihn aus. Aber Vorsicht, wenn er dir zu nahe kommt, könnte er versuchen, dich zu schlucken. Oh Gott, lieber spucken statt schlucken, am I right, guys? Wie ich gehört habe, zieht über dem Tal ein Sturm auf. Vielleicht können wir das Wetter zu unserem Vorteil nutzen. Ja. Hat er ja bereits gesagt. Guck mal ganz kurz nach hier oben nach. Oh, hier sind beide. Ich kann... Ah, doch, ich kann sie beiden reden. Danke, dass du in meinem Dorf hilfst. Das ist wirklich nett von dir, wenn man bedenkt, dass wir dich in einem Käfig gesperrt haben. Tut mir leid, dass wir dich für ein Monster hielten. Ich war noch nie im Tal. Eigentlich habe ich den Wald noch nie verlassen. Ich hoffe, die Einheimischen sind freundlich. Ach, die sind schon freundlich. Werden aber bestimmt denken, dass du ein Monster bist und dich erstmal einkesseln, aber danach werden sie freundlich sein, glaub mir. True Story. Hey, ich habe aus einigen Metallteilen, die ich gefunden habe, etwas für dich hergestellt. Hier, nimm das. Okay. Gießhut! Okay, jetzt haben wir das Ding endlich. Krass. Vielleicht kannst du jetzt da und dort ein paar Blumen wachsen lassen. Ach, das ist für Blumen wachsen lassen. Oh. Ach, und jetzt geht das Backtracking los, sehe ich. Okay, ja, hier sind jetzt wieder genug Becken für euch, denn ich brauche jetzt nicht mal hinkommen. Alles klar. Ach, und vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es eingeblendet habe. Hier sieht man die ganze Map. Heißt, es kommt noch ein Untergrundhaus auf uns zu. Ein Vulkan. Und dann noch ein... Strand, der aber dann wieder zurückführt zu unserem Ort. Ganz am Anfang. Also ich schätze mal, es kommt nicht mehr so viel, weil das Spiel ist ja auch nicht lang. Ich vermute mal so 10 Folgen insgesamt. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber weniger als 20 Folgen werden es auf jeden Fall sein. Ja, dann gehe ich doch nochmal nach vorne. Weil wir ja jetzt ein bisschen gießen können und darauf habe ich jetzt echt Bock. Wäre auch ein bisschen Backtracking. Hier zum Beispiel können wir was gießen. Müsste erstmal das Ding ausrüsten. Ah, das ist ein Hut. Oh lol, wie cool. Das ist ein cooler Hut. Und was gibt's jetzt hier? Ah, da kommt Wasser runter. Ach, ich verstehe, oder? Ne, ich verstehe nicht. Oh. Ah doch, Moment. Ganz viel Wasser vielleicht? Moment, Moment, was ist das hier? Was ist das hier? Da geht's rein. Oh, eine Eichel. Was mache ich denn mit der Eichel? Brauche ich die? Ach so, natürlich brauche ich die. Ich muss ja nur auf den Knopf legen, die Eichel, ne? Bestimmt. Ja, ich muss aber schon ein bisschen Fußball spielen hier. Muss schon richtig treffen, du. Ja, 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 perfekt. Tor. 1-0 für Pikuniku. So. Da wächst diese Blume auch schön. Obwohl die eigentlich unnötig ist, aber egal. Moment, wo ich lang? Nach links oder nach rechts? Da ist irgendwas, deshalb gehe ich erstmal nach links, weil hier, glaube ich, ist nichts.
Vielleicht ist da wieder so ein Insekt. Gibt's auch ein Achievement für, wenn man alle findet, habe ich gesehen. Oh. Wow. Man hätte die ganze Zeit rein können, oder wie? Oder geht das nur zurück? Naja, egal. Machen wir erstmal weiter. Was ist denn hier oben? Nichts. Okay. Einfach nur so. Krass. Hm. Gehen wir mal rein. Vielleicht versteckt sich hier der Stein. Den müssen wir auch noch finden. Begib dich zurück zum Tal. Ja, ich weiß. Wie bist du denn hierher gekommen? Weil es nicht so schwierig wird, kann ich dir herausbringen. Aber Vorsicht, wenn du hier zurückkommst, musst du von vorne beginnen. Soll ich dich jetzt teleportieren? Nein. Kein Problem, wir sind da draußen. Rabbit. Ja, also hier sind erstmal 3 Münzen. Geil. Weißt du, ob wir schon so viel haben? Krass. Und hier ist wahrscheinlich wieder so ein Toastland-Minigame. Und das ist ein Stachel. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Deko-Objekt. Oh nein, 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 nein. Ich lebe noch, ich lebe noch. Leute, alles gut, ich lebe noch. Also nicht alles gut, aber ich lebe noch. Oh Gott. Habe ich die Münze denn jetzt? Wenn ich die Münze habe, ist mir egal. Yeah, ich habe die Münze. Ja, das ist mir egal. Jetzt. Nein, doch nicht. Ah! Tut weh. Wuhu. Yahoo. Geschafft. Oh, das ist ein Trampolin. Boingi. Boingi, boingi, boing. Musik erinnert mich ein klein bisschen an WarioWare. Finde ich. So ein klein bisschen. Oder bin ich jetzt gerade ein bisschen dumm? Also, bin ich natürlich immer, aber, ne? Bist du nicht hergekommen? Nein, nein, mir ist es nicht zu schwierig. Ich krieg das schon hin. Bist ja wahrscheinlich auch so eine Art Checkpoint. Okay, ich glaube, wir müssen es so machen. Nein, noch nicht. Aber zumindest gibt es Checkpoints. Sonst wäre ein bisschen 80-80, würde ich sagen. Komm, Eng. So, nice, jetzt kommen wir durch. Ohne genervt zu werden. Hopperi, nein, nein, doch nicht. Aua, das hat weh. Boing, boing, boing. Wie machen wir das denn? Ja, da kann ich ja nicht drauf stehen, wie man sieht. Dann sterbe ich ja sofort. Heißt, ich muss ja schon von hier... Oder warte, ich kann hier stehen bleiben. Ah. Warte, geht das Ding kaputt? Nö. Hört sich nur so an. Okay, toller Berg. Ja, hier ist wieder ein Checkpoint. Nein! Ey, warum bewegt er sich auf einmal? Der hat sich vorher nicht bewegt. Voll gemein. Oh, nein, nein. Ach, da muss man Glück haben, dass das richtig ist. Dass sie richtig in der Position sind. Und das sind sie natürlich bei mir nie. Wie man sehen kann. Super. Toll. Echt klasse. Boah, das ist knapp. Puh. Tschüss. Nein. Nein. Genau da war der Frosch. Ach komm, ey. Das ist doch so lächerlich. Und dann... Ja. Was fail ich jetzt hier auf einmal so sehr? Was ist da los? No. Ja, aber in der nächsten Folge geht es dann wieder richtig ab, würde ich sagen. Ja, ich mache jetzt nur noch Glück. Ich gucke nicht mehr, ob ich richtig mache. Auf jeden Fall geht es in der nächsten Folge dann richtig los mit dem Backtracking. Okay, was macht mein Bein da? Als ob, als ob, als ob. Ich konnte nicht mehr springen. Mein Bein dachte ich so, nö. Mein Bein ist immer noch gebrochen. Seht ihr das? Mein Bein ist einfach gebrochen. Was habe ich gemacht? Mein armes Bein. No. Mein Bein ist gebrochen. Aua. Leute, lasst ein Like da. Dann wird es meinem Bein wieder gut gehen. Aber nur wenn ihr ein Like da lässt, geht es meinem Bein wieder gut. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Chill, 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 chill. Spring. Yes, man. Okay, was ist das jetzt hier? Keine Ahnung, was das ist. Okay, ich habe irgendwas jetzt gehittet. Schätze ich mal. Was ist das denn hier? Das ist ein Ball? Okay, ich muss gerade ein bisschen versuchen zu verstehen, was hier passiert. Denn jetzt tue ich gerade... Ne, ich kannst du bitte da hochspringen, Piku. Niku. Skiku. Schiebe die Brücke, bitte, bitte, go. Ja, es geht doch. Jetzt.
Nein! Und da oben ist ein Secret, by the way. Da würde ich gern hin. Wow. Ja, verkackt. Oh. Oh, süß Herzen. Zack. Und dann kommen wir durch. Oh, dann kommen wir wieder hin. Komm, kill mich mal kurz. Zack, damit die resettet werden. Was, werden die nicht resettet? Aber was hat es denn überhaupt mit dem Ball auf sich? Vielleicht resettet der das? Nee. Habe ich einfach jetzt wirklich verkackt oder was? Kannst du jetzt nicht sagen, dass ich verkackt habe. Ach, ich kann ihn nochmal betätigen. Ja, dann lass mal das hier nehmen. Weil jetzt sind alle drei das gleiche. Ach, ich soll wahrscheinlich die Herzen machen. Wie das Symbol das vorhin gezeigt hat an der Wand, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass das richtig ist. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das. Komm schon. Auch da. Na, fast. Komm schon. Nein. Jetzt. Gut. Ja, ich glaube, drei Herzen ist richtig. Süß. Nein, jetzt. Yes, das war richtig. Nein, 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 nein. Okay. Was ist das? Did we win? Okay, Pico, alles gut bei dir? Haben wir es geschafft oder kommt noch was? Ich glaube, es kommt noch was. Oh, oh. So, Checkpoint. Komm schon. Yes. Wir müssen hier wahrscheinlich hoch, ne? Da oben ist was. Oh. Vielleicht kommt noch mehr runter? Vielleicht sollen wir da hoch? Ne, ich glaube, wir sollen die mitnehmen, oder? Na kommt! Weg mit euch! Vielleicht nur einen? Was macht der denn überhaupt da? Zack. Ach, dann können wir da drauf laufen. Na, ja, das macht natürlich Sinn. Der rollt aber ein bisschen kacke. Oh, geschafft! Boah! Krösus Achievement! Man sieht sogar. Ich habe übrigens ausgeschaltet, dass man andere Leute nicht sieht. Und er spuckt uns seinen goldenen Zahn raus. Der goldene Zahn des silbernen Froschs. Wow, Leute. Wenn das kein Like mehr ist oder ein Abo wert ist, dann weiß ich auch nicht. Nee, keine Ahnung. Warte, kann man hier hoch? Nö, man soll hier rein. Okay. Gut, und wie es weitergeht mit Pikuniku, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und hier ist mein goldener Zahn, mit dem ich nichts anfangen kann. Wir haben noch einen Apfel, den wir abgeben müssen. Spieße, wo wir noch nichts haben. Das hier, wo wir noch nichts kaufen können. Und das jetzt, diesen Zahn. Die Hüte brauchen wir jetzt alle, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wir kriegen noch voll viele. Also seid gespannt!